Yu-Gi-Oh! Kostet ein paar Euros und ich habe mir gedacht, heute zeige ich euch mal wieder ein paar Decks, die für ein paar Taler baubar sind, also jetzt nicht so krass teure Decks. Die Decks, die ich euch hier zeigen werde, werden in den Deckprofiles, die ich euch mal zeigen werde, ein paar Karten enthalten, die jetzt nicht so budgetfreundlich sind, aber die könnt ihr einfach ersetzen mit Karten, die relativ einfach und günstig sind, aber der Core von den Decks ist halt wirklich nicht so teuer. Bevor ich euch die Decks zeige, lasst mir gerne mal ein Like dafür das Video, damit ich weiß, ihr habt da Bock drauf und ihr möchtet mehr solchen Content sehen. Wir starten mit dem ersten Deck und das ist einmal Rika Sun Avalon. Ein Deck, was viele nicht lernen wollen, weil sie denken, ja, das Deck... Das Deck hat ein extrem gutes Endboard. Es macht Dinge, die andere Decks nicht machen. Denn es kann gegnerische Monster tributieren und Effekte annullieren. Und das ist ein Faktor, der gar nicht so irrelevant ist. Es ist ein krasses Combo-Deck, was natürlich so ein bisschen an die Biro stirbt. Dadurch, dass aktuell aber nicht so viele Leute in die Biro spielen, ist es wiederum ein ganz gutes Deck. Ich zeige euch mal ganz kurz hier so eine Deckliste. Die könnte ungefähr so aussehen. Muss jetzt nicht exakt das Deck sein. Wie ihr seht, hier ist Thrust drin. Hier sind ein paar Imprints drin. Extra Deck. Ja, okay. Wie ihr seht, das Deck selber, die Karten, die drin sind, die sind auch alle nicht teuer. Bis auf Thrust. Ignoriert die Karte einfach. Dieses Deck selber ist unglaublich cheap. Relativ schwierig zu piloten übrigens, also ist nicht ganz so einfach. Also wirklich solides Deck, wenn ihr auf ein Event gehen möchtet. Vielleicht sogar für die deutsche Meisterschaft, denn Decks müssen ja nicht teuer sein, um wirklich gut zu funktionieren. Und ich glaube, das ist ein Pick, der für viele sehr unerwartet kommen wird, wenn man so ein Deck nimmt und das spielen möchte. Denn auch heute noch, ich sehe super selten Leute so ein Deck hier spielen, obwohl das halt immer noch ein richtig, richtig gutes Deck ist. Das nächste Deck ist in der Community nicht ganz so beliebt. Ich verstehe auch warum. Ich mag das Deck selber nicht. Das Deck ist Flu Wonder Reese. Das Deck mit dem tollen Ding hier. Das Floodgate, was sagt, Effekte in der Deck können nicht aktiviert werden. Das ist pauschal ziemlich gut. Deswegen ist das Deck an sich auch nicht schlecht. Das Deck hat extrem Probleme mit der eigenen Consistency. Das bedeutet, es hat meistens nicht die Tools, um halt die Karten zu bekommen, die es eigentlich haben möchte. Man kann jetzt natürlich extrem viele Karten spielen, die das halt besser machen. Dafür spielen viele Prosperity. Prosperity ist aber keine Budget-Karte. Wenn ihr Prosperity nicht spielen wollt, könnt, wie auch immer, dann spielt Extravaganz. Das ist zwar nicht ganz so gut, aber das Deck ist dadurch trotzdem noch solide machbar. Und Karten wie Goldsarkophag zum Beispiel können auch ein Starter sein, um euch eine Rubina zu banishen, damit ihr die halt auf die Hand nehmen könnt, wenn ihr ein anderes Monster normalt. Das kann also helfen, dass ihr mit dem Deck wirklich nicht so krass brickt. Hier ist einmal eine Deckliste, wie sowas ungefähr aussehen kann. Wie ihr seht, das Deck hat sich die letzten Monate wirklich kaum geändert. Ist natürlich jetzt keine Statue mehr drin, weil die ist ja banned. Aber wir haben hier einen Shifter drin, der viele Decks instant hops nehmen kann. Wir haben halt hier Duality drin, super gute Karte. Wir haben Dark Ruler hier drin. Komischerweise nur eine Kopie, ich weiß nicht warum. Weil die es nicht wissen, Dark Ruler ist übrigens nicht once per turn. Das heißt, ihr könnt davon auch mehrere Brunnen aktivieren. Das ist schon mal ziemlich gut. Wir maximieren hier so ein bisschen die Monster, die halt auf Normal Summon Effekte drainen können, was halt ganz gut ist. Wir haben die Field Spell. Die Quick Spell ist die einzige Karte, die ein bisschen was kostet. Ich glaube so knapp 20 Euro. Das Deck bricht jetzt nicht die Bank, aber es geht schon über 60 Euro. Alleine wegen der Quick Spell. Oder ich glaube 15 kostet die, also so um den Dreh auf jeden Fall. Das heißt, für 60 Euro werdet ihr das Deck wahrscheinlich auch genauso bauen können. Das Side Deck, wie es unten ist, ignoriert das einfach. Exe Deck braucht nur 15 Karten drin. Scheißegal welche. Es müssen nur 15 Karten sein, damit ihr halt auch Karten wie Extravaganz so aktivieren könnt. Muss einfach nur da sein. Machen wir weiter mit dem nächsten Deck. Und das ist ein Deck, was schon letztes Jahr auf der deutschen Meisterschaft spielbar war und auch da schon gut war. Und das ist einmal Sword Soul Tenji. Der Tenji-Part ist immer eine super Budget-Variante gewesen. Die Sword Soul-Karten kosten mittlerweile auch nicht mehr so viel. Ich glaube, die einzige Karte, die ein bisschen was geht, ist Mouillet mit so knapp 8 Euro. Und Ecclesia kostet auch ein bisschen was. Aber ihr könnt meinetwegen auch gar keine oder nur eine Ecclesia spielen, wenn ihr wirklich halt so budgetfreundlich wie möglich daran gehen wollt. Aber ihr spielt halt den Deck, was halt an sich nichts kostet. Deswegen kann man da ein bisschen was mehr investieren. Auch im Extra-Deck, eine Karte wie Baroness zum Beispiel, ist eine Karte, die wird natürlich gespielt, die ist gut, aber die ist halt nicht notwendig. Das ist ein Deck, das kommt wunderbar ohne Baroness aus, denn in der Regel, wenn ihr Baroness bauen könnt, könnt ihr davor quasi in die Biro-Safe spielen, aber habt ihr meistens ein Monster weniger im Feld. Das ist also nicht unbedingt die beste Idee. Und wenn ihr nicht Baroness baut oder Baroness zu spät baut, dann kriegt ihr eh eine Biro ab, bevor die Baroness aufs Feld kommt. Deswegen ist es eigentlich egal, ob es drin ist oder nicht. Wenn ihr eine Baroness habt, spielt die. So könnte einmal ein Deck aussehen mit Sword Soul. Wie gesagt, die Karten, die teurer sind, ersetzt sie durch andere Karten. Aber wie wir sehen, wir maximieren hier alle Karten, die wir gut spielen können. Wir haben Platz für ein paar Handrails, wir haben Platz für ein paar neuen Engine Karten. Wir können den Circle spielen, das ist eine gute Karte. Im Extra Deck ist jetzt hier ein Denglern drin.
Ich weiß, man kann in dem Deck sogar bauen, aber der hat halt in dem Fall gar kein Value, weil halt kein Target drin ist für. Ihr braucht kein Denglong, ihr könnt das ohne Denglong spielen, ihr könnt theoretisch den Ringo-Wurm spielen. Der Ringo-Wurm ist eine solide Karte, aber es ist auch komplett ohne machbar, also ist nicht so, als wir jetzt brauchen würdet. Gutes Deck, solider Pick, ist wahrscheinlich so um den Tier 2. Auch die Budget-Variante ist wahrscheinlich fast genauso stark wie das komplette Full-Power-Deck. Wenn ihr also fragt, was für mich das beste Deck in dem heutigen Ding ist, ist wahrscheinlich das hier, denn das ist schon ziemlich gut. Das nächste Deck ist durch den Hype der Banlist natürlich wieder in aller Munde und deshalb werde ich auch drüber sprechen, weil ich der Meinung bin, das Deck ist halt super günstig. Es ist solide, jetzt nicht unglaublich gut, aber solide und es hat ein relativ gutes Skill Cap. Das heißt, wenn ihr mit dem Deck immer besser werdet, könnt ihr mit dem Deck auch ein bisschen besser spielen. Das Deck, von dem ich rede, ist einmal das mit dem kleinen Mädchen hier. Sky Striker. Das ist ein cooles Deck. Ich mag das Deck, ich mag die Idee von dem Deck. Der Support der letzten Monate, nämlich die Lingage zum Beispiel, war eine richtig gute Supportkarte. Vorher war es halt so, dass Striker extrem Schwierigkeiten hatte, Games zu finishen. Mit Lingage ist das deutlich einfacher. Lingage ist aber auch die teuerste Karte im Deck. Die kostet aktuell so 10, 15 Euro. Und das geht natürlich für manche wieder ein bisschen über das Budget hier hinaus, was sie ausgeben möchten für ein Deck. Kann ich verstehen. So könnte einmal ein Deck aussehen. Da ist es einmal. Ihr seht, wir haben extrem viel Platz für Handtrips. Wir spielen die ganzen Karten, die für das Deck halt notwendig sind. Wir wollen Spells in den Grave bekommen. Die kriegen wir automatisch und wir spielen hier auch drei Lingage. Wie gesagt, wenn ihr sie nicht kaufen wollt oder nicht habt oder was auch immer, spielt so viele, wie ihr könnt oder wollt. Denn das ist eine gute Karte. Denn wir können mit Lingage den Gegner jetzt nicht easy umbringen, aber wir können deutlich mehr Damage austeilen, als wir das vorher konnten. Und deshalb ist Lingage eine ganz gute Karte. Hier ist es auch das Access Code Package drin. Ich würde den Access Code Talker gar nicht spielen. Ich finde den Deck nicht gut. Ich weiß, der kommt halt auf, aber ich würde den halt gar nicht spielen. Das Deck werden wir auf der deutschen Meisterschaft unglaublich viel sehen. Denn das Deck ist sehr beliebt, super günstig und viele haben das noch. Denn das Deck haben viele nicht verkauft, weil es halt nichts wert war. Und es ist auch ein Deck, was halt wirklich euch hops nehmen kann, wenn ihr es nicht erwartet. Es ist also ein sehr solides Deck. Das nächste Deck ist das Deck, was ich gar nicht leiden kann, weil es alles kombiniert, was ich an Yu-Gi-Oh! Nicht mag. Und das ist ein Deck, wo wir quasi nur Floodgates drin haben. Und das Deck ist einmal Eldritch. Das Deck mit dem goldenen Boy hier. Der goldene Boy ist eine coole Karte, ich mag das Ding. Dann ist im Deck noch einmal drin der Heavenly Lord, der euch die Backrow protecten kann. Gute Karte. Und dann ganz viele lila Karten. Diese ganzen lila Karten sind alles Floodgates. Alles Floodgates. Wenn ich eins über Floodgates gelernt habe der letzten Jahre, ist, dass Floodgates nix kosten. Also für jeden, der nicht so viel ausgeben möchte wie Yu-Gi-Oh! Floodgates. Floodgates, Floodgates, Floodgates. Für alle, die meine 10-Euro-Serie kennen, wo ich halt diese Deck für 10 Euro baue, da sind immer irgendwelche Floodgates drin, weil die halt nichts kosten und trotzdem euch so einen kleinen Push geben in die richtige Richtung. Und hier ist aber das Deck. Und das Deck, wie ihr seht. Purple Rain. Ja, da sind halt nur Purple-Karten drin. Also wir haben 9 Karten, die nicht Fallen-Karten sind. Und das sind aber der Lord, Heavenly und halt die Spell, die euch in Heavenly suchen kann. Und der Rest sind halt irgendwelche Fallen-Karten, die gut sind, die Eldritch-Karten, die halt ganz gut sind und halt Floodgates. Wenn wir uns die Kombination auf Floodgates mal angucken, ist es Anti-Spell, There Can Be Only One, Skill Drain und Gozen Match. Und im Side-Deck, das seht ihr jetzt nicht, ist auch noch Rivalry drin. Ich finde es spannend, dass man sich jetzt hier nicht für die Variante entschieden hat mit Banshee. Auch nicht im Side-Deck, sehe ich hier auch nicht. Ist trotzdem ein sehr interessantes Deck. Also wenn ihr wirklich halt Flip Gewinner Duell spielen wollt, ist das wahrscheinlich der Way to go. Ich glaube nicht, dass es im Meta extrem relevant sein kann. Aber das Deck ist spottbillig. Das Deck kostet gar nichts. Also wirklich nichts. Wenn ihr 3 Cent habt und ihr habt die Lords schon, dann kostet das Deck nichts. Also wirklich, das ist auf dem Berg der Budget-Decks, ich glaube, das Deck, was halt am wenigsten kostet von allen, die ich jetzt gerade gezeigt habe. Ich glaube, Rika kostet sogar mehr als das Deck. Und es ist ein gutes Deck. Es ist leider ein gutes Deck, denn immer wenn das Format so offen ist, wie es aktuell halt ist, sind solche Decks mit Floodgates, die euch selber nicht behindern, aber den Gegner behindern könnten, immer gut. Denn There Can Be Only One und Gozen sind nicht gegen jede Decks, alle Decks gut, die maximal Format da sind. Aber gegen manche. Und das gegen manche gut sein, reicht schon, dass wenn ihr eins dieser manchen Decks seid, das euch extrem hops sehen kann. Das waren meine Budget-Decks für das aktuelle Yu-Gi-Oh! Format. Wenn ihr noch mehr Budget-Decks habt, lasst mich in den Kommentaren wissen. Wenn ihr sehen wollt, wie das Meta so aktuell aussieht, habe ich für euch immer da ein Video gemacht. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann rein. Ciao, Leute.